müsst also zusammen reinkommen. Ja. Jetzt haben wir auch eine andere Area. Mhm. Mit der Krone und dem Zepter. Ja. Ja. Thema: Jerry Lawler hat einen in der Krone. Ja. Nein, Jerry Lawler ist schon cool. Sehr schön gemacht. Ich finde schön, dass sie sich jetzt sogar als Tag Team sich angewöhnt haben, gleich zu atmen. Ja. Ja, das ist cool. Auf jeden Fall. Superstar Billy Graham. Mhm, Bear Hug. Gefürchteten Bear Hug. Die Namen sind ja teilweise schon lustig, eine Bärenumarmung. Ja, schon. Darfst du nicht drüber nachdenken, wenn man das sagen, ja. Ja. Clothesline ist ja auch schön, die Wäscheleine. Das ist richtig. Na, er lädt aber lange hier. Loading. Das ist aber ein Loading. Was ist denn dieses Cheat-Ding, was wir jetzt unten eingeblendet haben? Verstehe ich nicht. Cheat ist, wenn du deinen Partner animierst zum, Bescheißen. Bescheißen, danke. Ich war gerade hier völlig mit Wrestling beschäftigt. Ah ja, kann ja mal passieren. Ich komme mal in den Ring. Ich gehe mal zum Lawler. Drei, du wirst, glaube ich, gerade ausgezählt. Zwei. Schon gut. Danke, attackiere ihn ein bisschen. Wir machen quasi eine Nebenveranstaltung jetzt mal auf. Ja, das ist schon in Ordnung. Wir wollen ja ein bisschen Action reinbringen. Ja. Was war das denn? Das ist geil. Dreht er sich um sich selber und kassiert dann einfach. So, ich will gerne auf die Ringseile klettern. Von hier kann er aber nicht auf die Ringseile. Okay. Lawler mag nicht kämpfen. Okay, ich gehe wieder zurück. Hast du ein Problem? Ja, im Moment schon. Man kann, glaube ich, Tag-Team-Action zeigen, wenn wir beide quasi einen Lock-Up versuchen mit ihm. Okay. Komm mal her. So, guck mal, mit Y. Oder X, besser gesagt. Ich bin umgefallen. Und ich sollte vielleicht doch mal rausgehen, weil ich werde schon angezählt. Ah ja. Ich versuche dich mal... Was hat der denn? Hä? Ich auch ganz gerne mal bewegen. Mir auch irgendwie jede Aktion aus. Hallo, ich möchte gerne mal zu meinem Partner. Schöner Partner. Aber das ist halt dieses sofort wieder aufstehen. Das gefällt mir wieder nicht. Du kannst ja nicht nach oben zu dir laufen. Keine Ahnung. Also irgendwie kann ich gerade nicht zu dir laufen. Ich kann irgendwie nicht mehr nach rechts und nach oben gehen. Okay. Oh, jetzt geht's wieder. Ich habe den Controller gerade mal neu gestartet. So, ich möchte wechseln. Ich würde gerne legal wechseln. Okay. Du kannst gerade mal nachgucken, wie ich den wechsle mit welcher Taste. Tag Team. Ich glaube, es war B, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, ja, mit ja? B. Mit B. Okay. Bin ich schon drin? Piledriver. Und er steht wieder auf. Superkick. Ja. Rob Break. Sehr schön, so richtig nölig. Das liebe ich, den Superkick ist geil von Pillman. Ah,
Das hätte eh nicht gereicht. Oh, jetzt kannst du reinkommen, der Ringrichter. Den finde ich geil. Aber Steamboat ist schon krass, da kannst du dich fast ja gar nicht gegen wehren, ey. Oh, ich muss, bin eben erst und muss auch gleich wieder. War gar nicht da. Also nur fürs Protokoll. Lawler ist eigentlich im Ring, gell? Oh. Und Lawler hat eine Waffe. Die aufnehmen? Ist das denn ein No-Holds-Bart-Match, dass er die überhaupt benutzen darf? Das weiß ich nicht. Ich hätte es trotzdem gar mal versucht. Das habe ich so ausgetreten. Ah, ich finde die Animationen sind toll. Das spielt sich total flüssig. Ja, macht Spaß. Auch, ja. Es gibt richtig viele Aktionen, die man machen kann. Das stimmt. Ich mache zwar trotzdem immer die gleiche, aber ich kriege sie nicht gebacken einfach. Ja, diese wechselnden Kamerawinkel finde ich sehr cool. Macht auf jeden Fall. Das ist cool. Warte. Nein, der kontert ihn. Bist du des Wahnsinns? Ich habe ihn gekontert. Geil. Und er hat mich wieder gekontert. Da freust du dich einmal kurz. Oh ja. Ja, super. Der klappt. Ich sollte mal rausgehen. Findest du? Ja. Hast du gesehen? Ein Boxsprung. Priester. Schön Swinging Neckbreaker. Ah ja, gehen wir mal aufseiten. Sehr schön. Ich gehe mal wieder raus. Ja, mit B. B. Du musst gleich auf die andere Seite. Ja, das ist, glaube ich, egal. Das funktioniert. Sauber. Wechselt nicht. Wechselt nicht. Ah, in die Richtung drücken noch. B und nach oben drücken quasi. Ah. Das wär's gewesen, ja. Ja, komm. Ist klar. Oh, Jerry Lola holt sich wieder was. Lass mal zuschlagen. Mal gucken, ob's. Wir haben Blut ausgestellt. Ja, aber er hat schon geschlagen, also ist ohne Regeln. Ja, dann ist Schwachsinn, dann dürft ihr mich auch nicht anzählen. Na komm. So, ich möchte den Schläger mal aufnehmen. So. Wie nimmst du ihn auf? Ich habe mit dem Digitalkreuz gemacht. Ja, dann kommt doch mal. Break. Oh, Nervbacke. Ey, das ist wirklich ein bisschen bescheuert, dass sie sofort wieder aufstehen. Das ist ja, das ist ein bisschen ziemlich unrealistisch. Das ist irgendwie auch komisch, dass ich den überhaupt nicht vom Seil holen kann. Okay. Dann halt so. Hey, er hat kaum noch Energie. Vielleicht so. Könnte ich jetzt mal eine Aktion zeigen. So, und bitte einmal pinnen. Pin. Und Ricky ist noch am Boden. Sauber. Schönes Ding. Macht Bock. Ja. Ist cool. Ja. Sehr cooles Spiel. Ted DiBiase ist immer noch scheiße getroffen, aber definitiv. Ist vielleicht ein sehr, sehr früher Ted DiBiase. Lola mit der Krone. Lola, die Krone. Die Krone runtergezogen. Die Krone runtergezogen. Sehr cool. Ja, ich finde es cool gemacht. Ja, definitiv. Das macht echt Spaß. Ja, auf jeden Fall. Was mir hier fehlt, ist ein Royal Rumble. Ja. Als Match Art. Das stimmt, ja. Und vielleicht eine Survivor Series. Da hätte ich jetzt auf einen 3- und 4-Way Dance gerne verzichtet. Das ist richtig. Aber dadurch, dass sie halt wieder keine Lizenzen haben, ist, aber du kannst ja trotzdem ein Elimination Match machen. Ja. Ja, definitiv. Ja. Aber okay. Okay, was sollen wir noch zeigen? Ich würde mal Career machen. Career, okay. Ja. Sollen wir vorher noch ein Dings machen? Ja, auf jeden Fall. Createn machen. Male, Female, Legend. Female könnte schwierig werden, oder? Ohne Frauen. Wir sagen mal Male.
Also viel mehr stelle ich mir jetzt schwierig vor, wenn ich mal gucke, warte mal, die lange Liste... Create a legend, kannst du eine neue Legende kreieren. Die lange Liste der Frauen, gegen die wir kämpfen könnten, die ist an, fängt an bei... Das heißt doch gar nichts, bei WWF Raw war auch Luderer schon die einzige. Das stimmt. So, Appearance, Body Type, können wir es hier auswählen. Heavyweight, Muscle, ah, King Kong Body. Barrel Chest, Heavyweight, Muscle, ja, komm mal, ja, Muscle. Kommt uns ja am ähnlichsten. Genau. Head, Masks, All American. Sieht vieles für mich irgendwie immer aus wie Hurricane Helms. Stand back, and a hurricane coming through. Ja, ich nehme wieder All American. Ja. Yeah. Mit Schwarz-Rot-Gold. Das ist schwarz. Ja. Ja. Schwarz-Kranzer. Geht, ah, ja, geht total gut. Ach doch, ich mach das aber. Wenn du rausgehst, nimm das. Bandana. Achso, nee, Bandana wollen wir nicht. So, Upper Body, Right Arm, Wrist. Ach Gott, kann man hier viel einstellen. Ja. Krass. Komm, eine Kette um. Hey, ich glaube, das wäre das Tattoo, oder? Chain. Ja, aber wollen wir. Whatever. Glove. Mit einem weißen Handschuh. Ja. Left Arm. Nee, bleibt so. Nur ein Arm. Nur das ist viel cooler. Arm. Richtig. Das macht besonders. Lower Body. Schönes Höschen. Pants. Jeez. Hier, Leather. Komm. Schwarzes Leder. Super. Shorts. Ah ne, haben es ja schon. Vorher nicht. Ja, teils Belts. Belts. Ich finde es jetzt ein bisschen doof, dass es bei einer kurzen Hose anzeigt, weil wir haben ja hier lange gewählt. Ja. Aber gut, okay. Komm, Skull. Ja, da passt es wieder. Also die Anzeige ist manchmal ein bisschen verwirrend. Aber okay. Red Hot Boots. Ja, die Red Hot Boots sehen auf jeden Fall. Das sieht ja schon ganz cool aus. Kann man sogar auf dem anderen. Könnte jetzt auch barfuß bleiben. Was hatte ich mit der was? Nein. Mit Schlappen. Red Hot. Ja, der sieht doch schon mal ganz nett aus. Ja. Ganz nett. Kannst nice. Halt viel machen. Siehst du, es geht auch relativ zügig. Ja, Entrance Gear. Das finde ich ganz geil, dass du immer sagst, Jacke. Okay, ich nehm einfach dann die Jacke von Dynamite Kid oder irgend sowas. Ja, hier ist eine Robe. Das ist doch cool. Ja. Gut. Ich glaube, mehr will ich gar nicht. Nee. Das sieht cool aus. Profile. Names. Wie nennen wir ihn denn? Full Name. Ich weiß, wie wir ihn nennen. Reko. Unser Reko. Reko. Dann. Danone. Short Name. Ja, auch Reko. Nee. Er ist quasi der Reko Man. Kennst du den noch, den Repo-Man? Ja, sicher. Er war auch lustig. Also das Gimmick war lustig. Finisher, Double Roundhouse. Hometown. So, und somit haben wir alle Wiesbadener verloren. Vielen Dank. Finisher, ja, komm, ja, mein... Den meines Lieblingswrestlers aller Zeiten. Das wird wohl ein enger Schießer. Von wem könnte der Finishing Move wohl sein? Gut. Ja. So, wie gehen wir es zurück? Mit B, wie unten ganz dünn geschrieben steht. Music.
Die Hard Musik. Crowd. Er kann halt. Eat Dirt. Ob wir Heal oder Face sind. Ja, wir sind Heal. Wir sind The Faces. Face. Ja. So, Manager. Jetzt können wir als Manager nehmen. Ja. Dann nehmen wir doch mal den Klassiker und nehmen The Mouth of the South. Wir könnten bis zu 4 Stück nehmen. Okay. Einer reicht aber. Einer reicht, ja. So. Moveset. Können wir es auch selbst bestimmen. Kannst du ja auch Legends List nehmen. Da kannst du nämlich jetzt alles auswählen. Ich glaube, das wird den Rahmen sprengen. Ja, und jetzt kannst du einfach... einfach mal, wie es ist. Ja. Attribute. So. Stärke. Das haben wir... wir haben 12 Punkte zum Verteilen. Machen wir, wir sind ziemlich stark. Recovery machen wir auch mal. Das Wrestlerische oder das Ringerische. Cool. Härte. Genau. Geschwindigkeit. So, aber wir haben schon alles mehr. Genau. Abilities. Brawling, Technical. 2 vergeben. Und Pin, komm. Soll's. Size. Machen wir mal ziemlich groß. Ja, das ist ziemlich schwer eigentlich nur. Mal lassen wir das mal so und die Höhe machen wir mal hier. Ja. So. Memory Cards, dann speichern wir uns hier nochmal ab. Als New Wrestler. Mit Name Reko. Wrestler Reko. Wunderbar. Alles jetzt gemacht? Das ist Accept gedrückt. Wrestler. Eieiei, Sven. Können Sie die lassen? Heute nicht mehr, glaube ich. Ich glaube auch. Relo. Und ob wir das in dieser Aufnahmesession noch hinkriegen, unseren Spielstand zu benennen? Man weiß es nicht. So. Done. Done. Do not touch the memory card. So. Dann sagen wir back to the roots. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt reißen können im Karrieremodus. Chips hüten. Career. So, der müsste jetzt hier hinten auftauchen. Dann laden wir mal. Ja, Wrestler. Hätte ich jetzt gedacht, dass er den automatisch hier drin hat. Ja, okay. Eigentlich schon, ja. Ready to proceed. So, Southwest. Da haben wir die Regionen, über die wir vorhin gesprochen Midwest, haben. Genau. Ich würde mal North. Wie hast du vorhin so schön North gesagt? Northeast, ja, ist in Ordnung. So, meint. New York. New York, Rio, Tokio. Das war schon wieder angeben, dass er es laden möchte. Wie oft müssen wir das eigentlich noch angeben? Oh, ich glaube, wir wollen den auch laden, den Wrestler. Ja, zur Not kann man aber auch laden. Wenn wir nicht sogar laden können. Captain Lou und Don Morocco. Lou Ferrigno. Stream Tag Team Don Morocco und Lou Ferrigno. Du weißt nie, wer gerade drin ist. Ja, genau. Ja, da kommt ja unser Wrestler. Also schon eine geile Sache. Ja, auf jeden Fall. Sehr cool. Und ich habe gelesen, es war wohl eines der ersten Spiele, wo du dieses Create a Wrestler überhaupt drin hattest. Mhm. Ja gut, wir hatten es auf dem Game Boy ja in diesem sagenumwobenen King of the Ring. Da kommt mir auch schon ein... Stimmt. Oh, guck mal, das erste Match der Karriere geht direkt gegen Hulk Hogan. Ja, ist doch normal, oder? Poser. Das ist nicht die Originalmusik. Also ist nicht die Real American. Nee, ich denke mal, da irgendwo hört es auch auf mit den Lizenzen. Wahrscheinlich. Aber die Kohle leer. Du musst es gegen 2. Nein, 4? Du hast einen Vorwärts. Echt? Ach so. Ja. Ja, das ist doch mal ein Start. Das ist doch mal ein Start, ne? Das ist toll. Willst du spielen? Alles gut, wie du möchtest. Ich probiere mich mal. Ja, probier dich mal. Und wenn es nicht klappt, dann weiß ich ja, an wen ich den Controller abgeben kann. Ach, richtig. Wir gucken, ob wir den mal auf der Straße finden vielleicht. Haben Sie 2 Daumen? Ja, kommen Sie rein. Wissen Sie, was ein Controller ist? Genau.